Ja, gerade heimgekommen von der Arbeit. Ich habe so einen Hunger, Leute. Ich habe, beziehungsweise auch vom Training eigentlich. Also ich war arbeiten und dann gleich noch trainieren. Und es ist jetzt aktuell kurz nach 5, kurz nach 17 Uhr. Ich habe gerade mal gefrühstückt. Also ein kleines Oatmeal hat es gegeben, was gerade mal so 800 bis 1000 Kalorien hatte. Ich meine, ist schon eine gute Grundlage, aber natürlich, wenn man bis jetzt nicht ordentlich gegessen hat und heute 3500 Kalorien reinzimmern muss, dann kann das ein kleines Problem werden. Und deswegen, ich bin jetzt gerade noch am Videocutten, das kommt danach noch hoch zum Thema Muskelaufbau, das werdet ihr alles sehen. Und jetzt muss ich mir erstmal was machen, was schnell geht, damit ich heute auch wirklich noch auf meine Kalorien komme und was natürlich gut Kalorien hat und Eiweiß sollte natürlich auch nicht fehlen, deswegen schauen wir mal, was ich habe. Ja, ich habe hier jetzt erstmal eine Pizza Margherita, beziehungsweise eigentlich sind drei Pizzen drin, das heißt, das ist schon mal ziemlich genug. Ich werde mir da jetzt eine Pizza mal machen. Das Ganze werde ich mit Thunfisch belegen, um auch noch auf die Proteine zu kommen. Vielleicht fällt mir dann spontan noch was ein, mit was ich die Pizza belege, aber ich glaube, das ist schon mal eine ziemlich gute Grundlage. Wir sehen uns, wenn die Pizza fertig ist. Ja, ich habe schon so extremen Hunger. Ich mache jetzt kurz hier einen Eiweißshake. Den sippere ich kurz aus. Und so, jetzt ist er offen. Mahlzeit, einfach schon mal, um schon mal ein bisschen die Proteine gedeckt zu haben, beziehungsweise schon ein bisschen Proteine intus zu haben. Und ich habe so einen Hunger, ich halte sonst nicht mehr aus. Cheers. Endlich, Leute. Wir haben es jetzt aktuell 5:45 und endlich ist die Pizza fertig. Das Video ist online und jetzt kann ich endlich essen. Ich habe so einen Hunger. Kennt ihr dieses Gefühl, wenn ihr schon extreme Bauchschmerzen habt, weil ihr so einen Hunger habt? Genau, das ist bei mir gerade der Fall. Also, ich freue mich jetzt wirklich riesengroß über diese Pizza. Mahlzeit. So, geduscht bin ich jetzt auch. Jetzt gibt es noch eine Kleinigkeit zu futtern. Und zwar gibt es jetzt hier einen kleinen Germknödel mit ziemlich wenig Marmelade, wie ich sehe. Oh no! Ja. Um noch ein paar Kalorien reinzubekommen, auf mein Eiweiß muss ich noch kommen. Da werde ich mir dann noch irgendwas überlegen müssen. Ich weiß noch nicht was, aber jetzt wird erstmal der Germknödel verputzt. Wir haben es aktuell kurz nach 9. Outfit ist schon mal angezogen zum Feiern gehen. Aber jetzt gibt es noch einen kleinen Snack und das ist mein Tipp für euch, für alle, die es nicht schaffen, rechtzeitig zu viel Kalorien reinzubekommen. So, und zwar haben wir hier jetzt eine kleine Schüssel, wie man sieht. Kokosfett. Und einen Löffel. Und jetzt nehmen wir hier Kokosfett raus. Wenn es so leicht ginge. Ein gutes Training ist das, Leute. Okay, ich sage euch Bescheid, wenn ich fertig bin. Das wird mir zu dumm, wir machen es jetzt anders. Wir stellen einfach gleich das Kokosöl hier rein. 200 Grad kurz.
für 20 Sekunden, das sollte reichen. Naja, wirklich aufgelöst hat sich's nicht. Aber vielleicht geht es besser raus, mal schauen. So, das sind jetzt in etwa 50 Gramm. Das Ganze geben wir jetzt nochmal in die Mikro und dann sollte es klappen. Okay, es ist heiß, es ist heiß, es ist heiß. Oh. Aber es ist flüssig und genau das wollten wir. Und jetzt tun wir nichts anderes, als das da reinkippen. Lecker, lecker, lecker. Hier sieht man jetzt die ganzen geilen Fettbläschen, die sich da gebildet haben. Auf dein Nacken, Bruder! Nicht schlecht. Einen Tipp kann ich euch noch geben, und zwar schaut wirklich, dass das Kokosfett flüssig ist, bevor ihr es reintut, sonst kriegt ihr hier solche komischen Kokosfettbatzen. Und die sind circa so appetitlich, wie sie aussehen. Nicht so mein Fall. Auf alle Fälle, ich trinke das jetzt noch und dann geht's ab Party machen. Ich verabschiede mich. Ich hoffe, dieses kleine, aber feine Video hat euch gefallen. Ich werde nachher noch einen Magerquark mitnehmen, den ich dann nach dem Feiern noch trinke, weil ich heute wieder in der Wohnung schlafen werde. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat es gefallen. Sollte das der Fall sein, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben oder ein Abo oder Teilung des Videos. Wäre auch ziemlich nice. Ja, ich finde es ziemlich, ziemlich geil in letzter Zeit, dass wirklich meine Videos geteilt werden, was mich wirklich, ja, sehr, sehr freut. Ich sage danke dafür. Remember, don't be ever rich. Vorhin habt ihr die coole Shisha.